Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Evil West, ich weiß nichts von dem Spiel. Ich meine, dass da mal ein Trailer war auf irgendeinem Xbox-Event. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das Spiel ist. Gucken wir einfach mal rein und finden es gemeinsam raus. Wir starten mal das Ganze. Oh, das sieht ja schon mal geil aus. Oh, vielversprechend. Das sieht vielversprechend aus. Ja, soweit ganz gut bei mir. Und selbst? Gucken wir mal rein in die Schose hier. Neues Spiel. So. Schwierigkeitsgrad machen wir auf Story. Ja, wir wollen ja uns nicht da kaputt ärgern, sondern einfach die Story erleben. Wahrer Tod. Wenn du stirbst, wird dein gesamter Fortschritt gelöscht. Nein. Meine linke Hand ist halt am Gelenk geprellt. Ah. Unangenehm. Wirklich unangenehm. Man bewegt die ja unbewusst ständig. Das ist, ja. Ist nicht schön. Fähigkeitserinnerung. Das Spiel erinnert den Spieler an die wichtigsten Fähigkeiten und Aktionen, falls sie nicht genutzt werden. Ja, ja, das brauche ich. Zielunterstützung, jawollo. Kameraverfolgung im Kampf, ja. Gamma. Was meint ihr? Also ich sehe es ganz gut. Man könnte ein bisschen höher gehen. So, auf 60. Ja, gut, dass du Rechtshänder bist, definitiv. Alter, ich habe das ja schon mal erzählt, ne, wo ich mir den Mittelhandknochen hier gebrochen habe, ne? Beim Zocken. Und ich glaube, ich hatte 2 Monate, hatte ich einen Gips an der Hand. Und ich bin auch Rechtshänder. Alter. So was Abgefahrenes, das fängt ja schon beim Arsch abputzen an, mit links. Das funktioniert schon nicht. Und so viel anderes mehr, ne, aber, boah. Da kannst du echt froh sein, dass es nur die linke Hand war. Also froh in Anführungsstrichen natürlich. So, Achtung. Müssen wir lauter machen. Of the founding fathers, dark forces have been preying on America. As the fight against these vampires continued, a secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect ordinary people from the forces of evil. Okay. Spannend. Fliegendes Wildschwein. Evil West. Ich glaube, eben 2022. Die Schrift ist doch voll Red Dead Redemption, oder? Die Schriftart. Aber 4 Stunden in der Notaufnahme gesessen, nur für einmal rumgehen und den Krankenschein für morgen. Ja, toll. Oh, das ist so nervig, oder? Da ewig rumzusitzen. Chester will be none too chatty with his guts sprayed all over. Ich habe Screen Tearing, das gefällt mir nicht. I know how to shape an explosion, Edgar. V-Sync ist nicht an. Der hat ein Augenbrauen-Piercing. Zu der Zeit. Ungewöhnlich. Unser Krankenhaus ist das Schlimmste im Landkreis, ehrlich, ja? Oh Gott, oh Gott. Yeah. Nero's not gonna be happy about
the bridge. Harrow can suck my dick. He's the Secretary of War, not the Secretary of Bridges. Also bei uns hier das Krankenhaus ist 100 Meter in diese Richtung. Und da bin ich sogar geboren da drin. Ist das geil? Oh. Geht schon los. Erreiche die Brücke. Okay. Mal laufstreckenmäßig können wir, glaube ich, noch ein bisschen höher gehen. Aber nicht allzu viel. So. Okay. Ah, Motion Blur, wie ich das hasse. Das sieht ja schon mal interessant aus. Schön, ne? Schön gemacht. Ich glaube, kamerapositionstechnisch bin ich auf dem richtigen Weg. Nah, it's not that bad. Warum leuchtet die? Was kann ich da tun? Almost there. Okay. Oh, warte. Wo gehen wir denn hin? Oben links? Oder unten links. Eieiei. Das sieht doch ganz interessant aus, oder? Schauen wir mal. Let's give it a try. An einigen Orten können spezielle Aktionen ausgeführt werden. Auf das Tasten zu gehen und Space drücken. Okay. Oh, hier, Loot. Ich wusste es. 66 Geld. What's that sound? Stop whining and start moving! Ein Toffel. Guten Tag, Herr Toffel. Du alter Rennfahrer. Wie war's an der polnischen Grenze heute? Ah. Du bist aus Polen. Bist noch da, ja? Oh, hier. Das sieht ja evil aus. Auch noch schwanger. Oh, warte mal. Kamera wechseln. So, antippen. Nahkampfmodus, okay. Bam, Alter. Jawoll. Polska. Achso, das Vieh. Ja, das muss ich nicht sagen. Noch nie so viel Polizei erlebt. Die Schilder versteht auch keiner. Ehrlich, ja? So ein Unterschied. Hätte ich gar nicht gedacht. Also klar, Polizei, ja. Aber dass die Schilder so im europäischen Ausland so anders sind, hätte ich nicht gedacht. Zum Abschluss noch fast kontrolliert wurden auf dem Weg zur Unterkunft. Aber du bist jetzt aktuell noch in Polen, ne? Entgehe den Angriffen deiner Gegner. Antippen, um ausweichen oder doppelt antippen, um sich zur Seite zu rollen. Okay. Cool. Oh. Abfahrt. Oh. Wird angegriffen. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus, oder? Cool. Oh. Wo gehen wir lang? Ich glaube, da geht's weiter. Dann gehen wir erstmal hier gucken. Aha. I'm taking it. 21 Geld. Ich hab Geld, Olum. Die Schilder sind gelb. Ortsschilder gibt es in der Form nicht. Nur weiße mit einer Stadt drauf. Ehrlich, ja? Geil. Das soll man gar nicht glauben, ne?
Ist es so dunkel, Leute? Ist schwer einzuschätzen über den Monitor. Oh. Wie? Aber die eine Polizistin hätte mich gerne kontrollieren dürfen. Sie sah sympathisch aus. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bisschen Dialekt dabei, ne? Born in 1857, 1864, 1881. Arranged in order of vintage like fine wines. Like fine wines. Yeah. Ja, Vampire im Wilden Westen. Eigentlich eine coole Idee. Aber das sieht ein bisschen aus wie Mr. John Marston. Sieh dich nach Geldbündeln um, die später nützlich sein könnten. Abseits des Hauptpfades gibt es geheime Truhen. Laufe über den Geldsack, um ihn einzusammeln. Jawollo. Aktuell bin ich im deutschen Görlitz. Morgen geht's dann zurück. Achso, okay. Hin und her pendeln. Ja, aber cool. Scheint eine geile Erfahrung zu sein. Oh, so sieht's aber evil aus. Da sieht er so ein böser Bube. Drücken, während du nach vorne ausweichst. Oh Gott, Alter. Um zu einem Gegner aufzuschließen und sofort anzugreifen. Okay. Bam. Aua. Bin ich. Aua. Ja, was ist das denn? Ah. Erfahrung, die man gerne verzichten kann. Meinst du? Oh, ist doch cool. Andere Kulturen kennenlernen. Ich brauche mich nicht heilen. Mir geht's so gut. So, was ist Crouch? Hallo? Sag mir lieber, was Crouch ist. Also, bücken. Hä? Nichts davon. Ja, ich kann mich nicht heilen, weil ich nicht kaputt bin. Wo bin ich denn hier gelandet, sag mal? Soll ich die Kultur kennenlernen, die ich nicht einmal lesen kann? Das ist halt ein Problem, ne? Das ist ja echt keine Chance. Wollte mich jetzt verkackeiern. Ich kann mich nicht heilen. Ich habe keinen Schaden. Also ich habe schon Schaden, aber ich habe keinen Schaden genommen. Man kann mich hier verletzen? Nein. Da komme ich nicht drüber. Oh nee, ne? Wer hat das denn programmiert? Komme ich nicht durch? Das kann doch nicht wahr sein. Ah, ich kann kein Health Pack nehmen. Oh, wie ich sowas hasse. Könnt ihr nicht ordentlich programmieren? Warum sehen die Spinnweben so merkwürdig aus? Gibbelt ja wohl nicht.
gedrückt halten ist ein fester Schlag. Aber springen kann er nicht, ne? Nein. Also noch nicht. Oh, Alter. Das kann ja jetzt wohl nicht sein, oder? Habt ihr ein tolles Tutorial gemacht, ihr Brüder. Kann ich irgendwas tun? Dann mach mal schwerer. Warum? Deutsch, bla. Unterstützung, bla. 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 Aber die sind alle super freundlich an den Kontrollen. Heute einmal durch und alle freundlich gegrüßt. Fühlt man sich gleich besser. Beim Reinfahren oder beim Rausfahren? Ich denke mal, beim Rausfahren sind sie noch freundlicher. Hau ab, du deutsche Kartoffel. Das will ich. Zielen. Waffe. Mit E Waffe abfeuern. Okay. Kampfhandschuh, Schocker, Tritt, Schrotflinte. Aber wir könnten auch Controller nehmen, ne? Was? Bestimme, ob die explizite Darstellung von Spinnen beibehalten werden soll. Ja, ist das jetzt an oder aus? Der polnischen Seite zur deutschen Seite. Steht ja die BP überall auf dem Parkplatz. Ah, okay. Die Bundespolizei. Vollbild im Fenster. Fausing an. Ansonsten. Ah, oder so. Bildrate. 60. 90er FOV. Gesamtqualität grandios. Ausgewogen, Schärfe. Okay. Was sonst noch? Ja, sicher. SteelSeries Sonar Gaming. Jawollo. Der von der Autobahnmeisterei hat gesagt, dass die den einen Tag einen Audi mit ca. 300 km/h verfolgt haben, mit drei zivilen Streifen. Alter. Was denn das für ein Kombi? Kennst du das Video? Was denn das für ein Kombi? Sehr cool. So, ist es wieder da. Der Verunfallte. Boah, das kann doch nicht angehen. Ich muss mich doch jetzt irgendwie verletzen können, damit ich hier weiterkomme. Kann ich nochmal neu starten? Geschichte. Spiel. Nee. Hä? Zurück zum Hauptmenü. Mit P. Bist du sicher? Ja. Spielschein auswählen. Ich hab mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki. So, ist die Frage. Wir gucken mal. Ist das jetzt schon nach dem Kampf oder vor dem Kampf? Ach. Hä? Sind wir ganz woanders?
Waffe. Ah ne, ist der Anfang wieder. Ja, cool. Ist okay. Bam. Alter. Warum ist er nicht hier? Guck mal, ah. Wow. Bam. Ah, geil. Bloody. So. Kiste. $181 Geld. Wieso hat die Währung keinen Namen? Das kann doch Gold sein. Oder sonst wie irgendwas. Schokoladentaler. Ja, da ging es weiter. Hier war Kohle. Die haben wir schon. Okay. Okay, dann hat er den Fortschritt gespeichert. Hat lediglich... 1857, nochmal das Level neu gestartet. Fuck. Fuck. Boy, you better make all this worth our time, Chester. Na, sagt mir mal, ob das zu dunkel ist für euch. Weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das vielleicht zu hell ist. So, jetzt müssen wir uns mal verletzen lassen. Dass wir uns heilen können. Hallo? Jawohl, schlag mich. Kratz mich, beiß mich, gib mir Tiernamen. Ja, verletz mich. Alles klar, Zeus. Gute Besserung, ne? Oh, oh, oh. Damn, boy. Okay, C zum Heilen. Aha, jetzt hat's... funktioniert. Wherever you go. Ah, jetzt geht er auch da durch. Kleine Stinker. Hello. Die meisten Gegner können mit einem mächtigen Aufwärtshaken des Kampfhandschuhs getroffen werden. Für einen Aufwärtshaken gedrückt halten. Ja. Das haben wir vorhin schon selber rausgefunden, aber macht ja nichts. Bäm, Alter. Weg mit dir. Hört sich das. Okay. Gotta cross the river somehow. Einfach so. This would be a bad time for this thing to collapse. Oh, da liegt was. Da liegt Geld. Cash. 47 Geld. Ah, Cash heißt bei denen wahrscheinlich. So, muss ich da runter? Jupp. An was erinnert mich die Spielweise? Ah, so ein bisschen an Bloodborne.
W plus linke Maustaste gedrückt halten, um einen Gegner, einen Aufwärtshaken, gefolgt von einem Kanonenkugelschlag zu versetzen. Okay. Kann man machen. Und noch einer. Oder? Ja, auf die Entfernung geht's aber nicht. Bam. Hey. Jo. Weiter. Well, I'm a lonesome cowboy. Ah, ich dachte, da wäre noch Loot versteckt. Loot. Bloody Loot. Oh. Na, wenn der mal nicht Kopfschmerzen hat. Gegnerische Spezialangriffe sind tödlich und können nicht mit normalen Mitteln aufgehalten werden. R drücken, um Spezialangriffe mit dem Antritt zu unterbrechen. Oh ja. Das ist ja genau mein Ding. Hey. Hey. Nähere dich einem dem Tode nahen Gegner und töte ihn auf spektakuläre Weise. Nähere dich dem gelb leuchtenden Gegner und drücke linke Maustaste für den finalen Schlag. Das Erledigen wird mit Heilungsgegenständen belohnt. Während du den Gegner erledigst, bist du unverwundbar. Bulletproof. You're over, pal. Okay. Ist nichts drin? Komm, da musst du irgendwo noch was versteckt sein. Loot. Nee. Great, more ticks. Great. I'll take that. More what? Ticks? Oh. Wer bist du denn? Looks like you could use a hand. Playing around the field point. Warten auf mich. Hey, Alter! Oh, bitte nicht so ein Spiel. Das ist bestimmt ganz einfach. Noch einer.
Okay. I like to move it. You like to move it. Damn it. Hera's gonna die on my pay for sure. Genau, das sieht nach versteckten Loot aus. Und natürlich habe ich recht. Also, Cash. Cash in the Tash. Aber ich glaube, das ist eher was für Controller. Ich nehme mal den Controller. Zum Checken. Jetzt müssen wir halt nur. Oh ja. Rauskriegen, welche Knöpfe und so. Sprinten ist schneller. Ja. Machen wir. Ich will aber auch ein bisschen gucken, was wir hier noch so alles finden. Hey boyo, guess who's riding in first class and responsible for the biggest Chester Morgan. Aha. Remember when the dream of attending the gathering was just that? Verwandt oder verschwägert? Die machen ja alles kaputt, ey. Handlich, schnell und ich wollte gerade hässlich sagen, verlässlich. Der unverkennbare Hammermechanismus ermöglicht Schnellfeuer, wenn man geschickte Hände hat. Mit dieser Waffe muss nicht gezielt werden und sie wird automatisch nachgeladen, sobald die Trommel leer ist. Für Schnellfeuer RT gedrückt halten und für Einzelschüsse kurz drücken. Jo. Noise. Now that's what I call Welcome to America, dipshit. Das ist ja so ein billiges Spielprinzip. Das ist ja cool. Ja. Ah, da wäre dann ein Finisher wahrscheinlich möglich gewesen, ne? Hey. Schlage ich denn überhaupt? Ah, mit RB. Okay. Oh. Aber. Ja, wie weiche ich denn jetzt aus? Ah, hier. Okay. Und diese Dinger? So nicht. Oder doch? Also wenn ich sterbe, ist alles okay. Ich muss die Steuerung prüfen. Hä? Wie denn? Hä? Ich habe doch jetzt alle Knöpfe gedrückt. Okay, warte mal. Oh. So. Kampfhandschuh hier oben. Lähmungsstaub, Gesundheitsspendertropflinte. Verwenden, ausweichen, umsehen. Überladungsmodus. Zielen, Schocker bewegen. Sprinten. Gewehr, Armbrust, Flammenwerfer, Rentier, Gatling. Hä? Wo ist denn Kontern? Bin ich blind? Zielen, schießen. Schocker. Kampfhandschuh. Hä? So, was war das? E. Nee, R. R. Tritt. Tritt. Wo ist denn hier ein Tritt? Da ist kein Tritt. Hm, okay. Dann weichen wir aus.
Vorerst. Da muss man echt nicht zielen. Soll er nicht gleich den Kopf verlieren. Er wird nie wieder die Chance haben, der Kopf der Bande zu werden. Okay. Also wenn es euch zu dunkel ist, müsst ihr mir das sagen. Bullshit. Get out of my dreams, get into my car. Sieh dich nach Möglichkeit zum Interagieren um und drücke A. A. Ja? Da habe ich aber interagiert wie ein Großer. Oh, ich höre was. Die beiden Knöpfe sind das. Okay. Verstehe, verstehe. Ah, das ist auch so ein bisschen Devil May Cry mäßig, ne? Das Green Tearing seht ihr ja gar nicht, ne? Das scheint wirklich Monitor spezifisch zu sein. Oh, was haben wir denn hier? Geld. I can smell you, Chess, you lousy skunk. Smells like teen spirit. Ist er wieder. Unser Freund. Doch kein Freund. Zack. Voll in Birne drin.
shit. This thing looks evil, Mann. Boah, der verträgt aber was. Oh, geht aber noch. Zu looten. Da kamen wir her. Neue Geschichte. Nö. Dann. Gehen wir rein. Young Rentier. Still on your father's leash, I see. Heard you were on your way to the gathering, Chess. What's this? Catering? Why, I have no idea what you... That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. The sun's not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. No, no, Richard, stop! Belmontville! The gatherer's in Belmontville! Excellent choice, Chester. And since you're feeling so damn helpful, we're gonna be needing a guide. Consider it a promotion. Dipshit. Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting DeBono for 3 months. What's another few hours? Have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Tag, Herr Maverick. Einen wunderschönen guten Abend. Na, alles gut? Interessantes Spiel hier. So ein Hack and Slay, weißt du? So Wilder Westen, Cowboy gegen Vampire, aber so im Stil Devil May Cry, Bloodborne, so die Richtung, weißt du? We're gonna be walking blind into a damn maze. And if our tick friend here is telling the truth, DeBono's gonna be right in the middle of it. I don't think I'm in a position to lie, do you? That's the spirit, Chester. Zeus hat einen Unfall gehabt, ne? Hast du mitgekriegt? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour. Mein PC streikt und jetzt schauen mein Vater und ich gerade. Oh fuck. You want a limitation? How about walking around without a head? Das ist echt ein Phänomen, das Ding. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es hinkriegt. No question. And where do you think you're going? Judging by that tone of yours, sounds like I'm making sure fancy. Ah, da hat er vorhin erzählt. Ist mit dem Fahrrad gegen ein Auto geknallt. Hat sich die linke Hand, das Handgelenk geprellt. Kann nicht zocken. Tick lovers should be shot on sight. Arme Kerl. What the hell? Maybe we can play with dynamite out here too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. Ah, eat me. So. Oh, wir haben ein Gewehr gekriegt. Zielsichere Waffe, perfekt für präzise Distanzschüsse und um die Schwachstellen von Gegnern zu treffen. Ermöglicht schnell das Ziel zu wechseln. Zum Zielen LT gedrückt halten und so weiter. Das Übliche. Okay, ich musste das einfach probieren. Naja, das kannst du so nicht sagen, Maverick. Das kannst du so nicht sagen. Geld.
29 Geld. You know the can is right there in front of you. Oh, shut up. I told you my sat's not recovered after the Räuber? Ich denke mal, die sind böse. Gegner? Ich bin ja eigentlich nur gegen Vampire, ne? Das Rentiergewehr oder Rentiergewehr. Rentier. Ist ideal für präzise Distanzschüsse. Ja, dann. Headshot. Boah, geil. Weggespratzelt. Leuchtende Schwachstellen zu treffen. Ah. Boah, Gott. Get that son of a bitch! Und unendlich Munition. Mega. So. Einpacken. Family of Calvert. Family. Another tick wannabe. Well, that's not gonna happen. Family. Okay, okay. Da unten war nichts, ne? Ich glaube nicht. Hallo. Anybody home? Ja, eigentlich wollte ich noch in das Haus da rein, ne? Bevor ich weitergehe. Komm. Let's get down to business. So. Hüpf. Gibt's hier noch was? Zu holen. Ne. Gehen wir da mal rein. Oder? Ah, schlagen. Smash it. Smash it. Money. Oh, hier. Ah. 77 Geld. Nur, das läppert sich schon, ne? Neuer Skin. Schalskin Geist. Ist ja toll. Jo, bisschen kosmetische Dinge, why not? Gucken. Kann man hier was mit anfangen? Nein. Hier. Nehmen wir die große Kiste, ne? Boom. Finders Keepers. Genau so ist es. Wer es findet, darf es behalten. Weiter. Also gucken wir erstmal, ob wir noch was finden. Explosive Gegenstände. Die TNT-Kisten explodieren und verursachen Schaden, wenn sie getroffen werden. Geil. Also geht's dann hier weiter. Dann gucken wir erstmal da drüben. Tadam. More money. Also hier im Hellen könnte man es gerade noch mal eine Stufe dunkler machen, ne? Und im Dunkeln können wir es noch eine Stufe heller machen. Aber ich hatte es ja heller gemacht. Vielleicht sollte ich es mal wieder ein
bisschen auf normal machen. Also hier kann man hier 50. So, das sieht doch schon angenehmer aus. So. Mächtiger Badaboom. Aber das Screen Tearing gibt mir trotzdem noch ein bisschen auf für Nisse. Wo war das denn? Da. Mach an. So. Ja, besser. Besserer. Hey. Alhamdulillah. So hab ich's gern. Oh. Aua. Alter. Hört ihr auf? Ich hab doch auch Gefühle. Komm. Bam. Die Rübe ab. Ziehen? Nee. Oh, Spinnen. Da sind sie. Uah. Ich hasse Spinnen. Wenn du Spinnen nicht magst, kannst du im Spinnenmenü deaktivieren. Fucking maze. Das gehört dann schon dazu, ne? Aber wo mir mal richtig komisch geworden ist, kennt ihr das Spiel Until Dawn? Bestimmt. Und da gibt es eine VR-Version, was eigentlich eine Achterbahnfahrt ist in VR, was ultra geil ist. Und da fährt man auch durch so eine, also da hat man dann zwei Pistolen, muss dann alles abballern, was einem entgegenkommt. So eine Horror-Achterbahn ist das. Und da fährt man in so eine Höhle rein. Man sitzt in so einem, in so einer Lore drin, ne? In so einem Waggon da. Und dann krabbelt auf einmal vorne so eine Spinne rüber, die man dann auch abballern muss. Da habe ich mich sowas von erschrocken, ne? Weil gerade in VR, also, übel. Übel, yeah, übel, sprach der Dübel. Right. Gold. Gut, Ausgang gefunden, dann können wir uns ja mal den Rest der Höhle noch zu Gemüte führen. Zeigt uns ja an, wo wir hin müssen. Vielleicht können wir noch mehr einsammeln. Nee, so groß ist es gar nicht. Das war's schon, okay. Dann weiter. Ja.
Ja, das könnte mir auch passieren. Mit meinem kleinen Bäuchlein. I'll bet my last dime to Bono's here somewhere. Somewhere over the rainbow. Way up high. Dead end. Great. Kommt ihr denn jetzt her? Too? Take it off. Mr. Rentier, on a first date? What do you take me for? You're right. Maybe a little light to set the mood. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Today, Chester. Please. I need to concentrate. It's not that easy to sever the illusion from its source. What's the source? You don't want to know. Sanguis Eternus. Oh, oh. Let's switch. I'll take the explosives, you get to Bono. Is this about the bridge? It's not not about the bridge. Got the damn train, didn't I? Who's next? Keiner. Eine Blutquelle. Okay. Gehen wir mal weiter. I've seen my share of tech architecture, but that. That's something. Eine umgekehrte Pyramide. Big Brother is watching you. It's hard to compete against the species that. Ja. Was habe ich hier entdeckt? Aha. Ein Schätzelein. Okay. So. $2,000 Geld, Stufenaufstieg. Oh. Oh. Vorteile. Auf jeder neuen Stufe werden weitere Vorteile freigeschaltet. Du kannst Vorteile aktivieren, indem du Vorteilspunkte verteilst. Du kannst aktive Vorteile auch deaktivieren und die Vorteilspunkte zurückerhalten.
Jetzt Vorteil aktivieren. Oh, muss es der sein? Anscheinend. Na gut. Oh, fuck. Das war falsch. Ah, jetzt popst du mich. Noch mehr Sprei. Kannst du mal einen Blick drauf werfen? Ah. Ah. Da hat sich wieder was versteckt. Eine kleine Kiste. Oh. Eine kleine Fliege. Oder noch mehr. Dann geht's weiter. Moment. Nee, ich geh erstmal da lang. Das sieht doch wieder so geheim. Mäßig aus. Verstehst du? Ah. Okay. Suche einen Ort zum Schießen, um die Interaktion zu aktivieren. Da. Dann müssen wir doch erst hier aufmachen. Doch. Gotcha. Ah, gotcha. Ja, aber. Muss ich das verstehen? Nee. Muss ich nicht. We are a unique species. Ja, ja. Jesus, it's huge. When did they build this? And how? Jesus. Jesus. Hello. So. Wer bist du? Der einäugige Willy. Nichts versteckt, okay. Oh.
Oh. Whoa. Alles klar, wie geht ihr denn ab? Wow, wow. Junge. Dieses Gate. Yeah. Okay. Got a few more to go. Tudum. Must be the entrance. Looks even bigger up close. Well, let's crash their little party. Party crasher on my way. We can see. Yeah. So, up in a temple. Geil, das umgedrehte Kreuz. Cool. Enough. Your line's thirst for all hard war with the humans endangers us all. Peter Navano. Without the sheep. The wolves go hungry, yes. But the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us irgendwie hat's was zu spielen. Lazy in the shadows, auch wenn es irgendwie billig rüberkommt. Hunt us down like dogs. And so you propose war. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike with my new asset. We can control the change. Reclaim the Sanguisuja's rightful place at the top of the food chain. Control the change. Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. Or I will not allow you and your bastard breed to lead us into annihilation. Peter Davan, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your line to the true death. We had to try, Felicity Migara. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then... we
force them to! Böses Mädchen. Evil man. Das ist Batman. The true Batman. Oh, oh. Bam. Noch Fragen? Think you could have brought a bigger knife? Some people get a gold watch when they retire. I got Susan here. Susie. Should have asked him how to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? Now that is how you shape an explosion. Damn, we're late. At least I won't be going back to the manor empty-handed. Okay. Jetzt geht's in die City. Oh, I'll be damned. That's a new way to spend taxpayers' money. James Harrow. The Harrow. The people's hero. I heard the White House sends him golden toilet paper. Long as he keeps the presidential ass clear of tick trouble. Feed him well. We've got a lot of ground to cover tonight. Ich weiß, ich will mit der Kamera. The whole institute is in town. Irgendwie ist er immer im Weg. I'll pass on the corporate backpatting session. I don't need another retirement lecture. Here, take this to your father before it wakes up and starts cursing us all to high hell. Great, so I'll just tell him you've traded killing vampires for swilling cheap bourbon? Tell him whatever you want. Fine, skip the presentation. But you ain't getting away from a final drink with me afterwards.
Okay. Sieht das schon irgendwie cool aus, ne? Django Unchained, sag ich mal. It's gonna be a long day. Kein Dude, okay. Gehen wir mal rein. At ease, boys. My father in his office? He is. Da. Hello, sir. Director Rent here spared no expense to improve those bonds. Da drin, okay. Train fare here cost me an arm and a leg. For all it's worth. Veil of secret. Da haben wir noch was? Aha. Da haben wir noch was. From my first year of cadet training. I'm a short. Mr. Rent here! You remember me? Tür? Der Versteckte. Also ich kann da durchgucken. Wegschieben, ne. Okay. Da haben wir noch was liegen. Bisschen Kohle. Something's up. I can smell it. Oh. You can smell it. Dann tut's mir leid. Es war keine Absicht. Zu. Ja, mal da oben gucken. Da. Edgar and my father in the Civil War. Right before the bloody battle of the wilderness, Central Virginia. His life changed forever during that fight. Alte Bekannte quasi. Badly tore up his leg. Edgar carried him in the... Du. Zu. Heavy as hell. Heavy as hell. Where the hell you been? I thought you got bitten by some tick. Some of those fangy fellas were hiding out in Providence. That's why the president ordered the western border secured. Did you hear about those ones that grew tentacles? Okay. That's a first. Area clear, würde ich mal sagen. FBI, open up. Gravener's with you. He sends his regards. He's afraid you'll try and talk him out of retirement again. I don't believe either of us want that. You know, he did risk his life to get this for you. That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are on the cusp of great progress. Great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which... Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now, leave me be. I must prepare for the presentation. And send someone in here to clean up this mess. Genau. Mr. Rendier, Agent Feathers is waiting for you in the lobby. Dann gehe ich da mal hin. You're just in time. The presentation should be starting soon. What do you got for me this time? Ein Ass. Oh. Oh. Benutze Geld, um Waffenverbesserungen zu kaufen. Benutze LT. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Abschuss. Das sieht doch gut aus.
Was kostet das? 3.300. Und das? 4. Oh. Gewährt 5 Sekunden lang Unverwundbarkeit nach Heilung. Hm. Das klingt nach mehr Spaß hier. So. Nee. Und das kann ich mir leisten. Glückstreffer. Ein Treffer auf eine Schwachstelle stellt die treffende Patrone wieder her. So. Nimm mal mit. Wird sich wahrscheinlich später noch als nützlich erweisen. Würde ich mal behaupten. Ah, da brauche ich die. Die habe ich nicht. Ja. Ich sag bloß, das waren schon 3 Level. Oder 3 Missionen. Okay. Mia! Moin, moin! Na, alles gut? Okay. Da kann ich Dinge kaufen. So, woran soll ich teilnehmen? Präsentation? Oh. Hier vielleicht. Komm. Geh mal da oben gucken. Nein, da nicht. Interessantes Spiel habe ich hier gefunden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mag oder nicht. Aber es ist bloody. Bloody as hell. Das ist Daddy. Daddy didn't care. Yeah. Gucken wir mal die Präsentation an. Wilder Westen. Cowboys gegen Vampire. Why not? Welcome. Yeah, I'm Assistant Secretary of War James Harrell. President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Urentia Institute performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican. Ich geh mal da hoch, dass man den Untertitel lesen kann, ne? Yes, quite. Well, as I say, keep up the good work. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering. God save the Queen. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the Sanguisuja's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. Mm-hmm. That ends now. Agent Rentier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bods have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant oh, name. Neue Waffe, neuer Handschuh. Zapper sends out an electrical impulse that shatters any nearby Sanguizu's glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed to cells nationwide post-haste, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us. Oder doch? Oh, fuck. Vampires. Innovatives Gerät, das vom RI zur Aufhebung von vampirischen Illusionen konstruiert wurde. Es wird an der linken Hand getragen und dient der Unterstützung im Kampf, da es bei Bedarf einen Lichtbogen erzeugen kann. Drücke LB, um zu blocken. Ah, endlich kann man blocken. Oh ja. Oh, zu früh. Hm.
toll. Noch jemand? Oh, neuer Vorteil. Oh, man muss beide Handschuhe aufrüsten. Okay. Das könnte langwierig werden. Wollen wir was? Nein. Okay. Jesus Christ. Hope Beckham can help one piece. It's burning. Der Lichtbogen des Stockers kann Gegner, die in ihrer Lebensenergieanzeige durch M markiert sind, heranziehen. LB und L nach unten. Okay. Ah, halt so. Hehe. Ja, auch cool. Voll auf die 12. So. Ist wieder ein neuer Vorteil. Veräppel mich nicht. Ja, ich habe noch keine Punkte. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Nur keine Panik auf der Hindenburg. Du denn aus? Noch jemand? Nee. Kam ich da runter? Ja, ne? Ja. Okay. Dann hier lang. Where's my father? Still kicking ass last time I saw him.
Old fool thinks he's still in the field. Listen, he wants us to destroy the archives before these assholes get their hands on it. You get to it, and I'll find Harrow's pampered ass. Meet me out front. Never thought I'd have to blow up my own house. Tja. Erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt. Just hold on. In schlechten Zeiten bekommt man nichts geschenkt. Da, Geld. Please, help me! Christ, what a massacre. I'm gonna find who did this. You asshole. Schockersprung. Mit dem Lichtbogen des Schockers kann man einen Sprung auf Gegner zumachen. Okay. Boom, Alter. Klingt aber jetzt gar nicht so einladend. Oh, da will ich hin. Da komme ich wahrscheinlich gleich hin. Shut your ugly traps. So. Loot. Hallo. Joseph. Ja. Der alte Joe. Absicht, sorry. Ich komme aus dem Lager. Das war auch meine Idee. Muss ich da hoch?
irgendwie. Ah. Die Tür ist offen. Oh. Da war Kohle. Nicht, dass wir noch irgendwas verpassen hier. Da müssen wir ja mal hin und wieder mal ein bisschen rumgucken. Weil wenn wir das schon spielen, dann wollen wir natürlich auch die Waffen aufleveln und so. Nö, ist okay. Kann man denn schon? Ja, definitiv ist am PC besser. Handy ist so klein, ne? Und wie ist dein erster Eindruck von dem Spiel? Oh. Vampire. Ja, ne? Irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Halt so ein Hack and Slay irgendwie, ne? Es hat was, aber es ist trotzdem sehr billig irgendwie. Aber ja. Zeitlich perfekt abgestimmte Angriffe der RB-Nahkampf-Kombo verursachen Bonusschaden. Na gut, ich muss jetzt wieder das kaufen. Schockwellenschlag. Ah ja. Dann. Ja, ich hab's schon gesehen. Ja, so toll war der Schlag jetzt auch nicht. Komm. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Was haben wir denn hier? Ah, okay. Das wird die Schläge verstärken, nehme ich an. Da muss ich darüber. Aber es scheint zügig voranzugehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Missionen das Ding hat. Aber das ist, glaube ich, schon die fünfte oder so. Hey, nicht weh machen. Sein Loot verpasst. Geht's nicht hoch?
Yo. Da-dum. Der Knopf. Cottbus, einen wunderschönen guten Abend. Na, alles gut? Du hast gefehlt am Sonntag bei Fortnite. Alter. Erst haben nur Maverick und ich gezockt. Völliges Chaos. Hat gar nicht so funktioniert. Oh. Dann kam Zeus dazu, da wurde schon besser. Aber der vierte Mann hat halt gefehlt, so, ne? Toffel konnte nicht. Der hatte noch Papierkram zu machen. Dann haben wir dann Fortnite auch beendet und haben dann Wreckfest gespielt. So ein Autorennen. Sehr geil. Level 1. Ja, wie der Name schon sagt, Wreckfest. Gegenseitig kaputt machen und so. Das war lustig. Da waren wir bei irgendeinem auf dem Server drauf, der das gestreamt hat auf Twitch. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir waren. 20 vielleicht. Und war geil, hat Spaß gemacht. Ja, genau, mach das. Mach das. Du bist so unser Power Move. Heute mal ein bisschen Horror hier. Also Horror. Cowboys gegen Vampire. Ja, es hat was. Also vom Spielerischen her würde ich sagen, so wie Bloodborne oder Devil May Cry. Ne, einfach so ein Hack and Slay quasi. Da kannst du dann entweder kämpfen, ne, mit so einer Superfaust oder schießen mit einer Pistole oder mit einem Gewehr. Ist ganz cool. Ganz okay, aber es fühlt sich billig an, ne? Das muss man zugeben. Aber ist okay. Oh, Jesus Christ, don't get old, son. Yeah, yeah, never get married. Now stop blabbing, you're gonna be fine. I know what I'm doing. This is the key, Jesse. Don't let it out of your sight. It's all we've got. It's in your hands now. Also wir sind dem im Hut, das eben war unser Vater. We need to find a defensive position to hold us over till morning. Then we head to Calico. Ja, ist ziemlich splattermäßig. Da geht ein bisschen was. My wife could blow this defensive position over with a wet fart. We need the higher ground. And that's where the sun will hit first. I'll get the horses and we'll stand our ground up there. Oh, neue Waffe. Schrotflinte. Donnerbüchse. Eine abgesägte Schrotflinte, die massiven Schaden anrichtet. Ideal für den Nahkampf und um mehrere Gegner zu treffen. Mit X, okay. Gleich mal testen hier. Ja. Oh. Muss ich gar nicht zielen. Oh.
so. Sollen sie doch kommen. Okay. Gucken wir, ob hier noch Loot ist. Geld, um Verbesserungen zu kaufen. Gewährt 5 Sekunden lang Unverwundbarkeit nach Heilung. Jo, komm. Nehmen wir mal mit. Zusätzliche Gesundheit. Feels good, man. Oh, oh, oh. Muss es laufen. Oh, fuck. Der hat aber einen langen Arm. Benutze entweder den RB-Kampfhandschuh oder die X-Donnerbüchse, um gegnerische Panzerung zu beschädigen und zu durchbrechen. Okay. Oh, 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 warte mal. Boom. Jawoll. Jesus. Jesus. Dreh dich. Alter. Vielleicht bin ich tot. Hehe. Ah.
hält aber was aus, ey. Oh, ich nicht. Ich bin gestorben. Na dann. Junge, Junge, Junge. Wissen. Boah. Aber wirklich alle Hände voll zu tun. Cool. Ah, da oben wäre Energie gewesen. Holen wir die mal eben. Ah, ist voll. Gut, liegt da noch was? Nee. Dann gehen wir da mal weiter. Ah. Was seid denn ihr für welche? Hingen vorhin noch ein paar mehr, ne? Hätte man das mal vorher gewusst, dass man die abschießen kann? Hätte man das tun können. Kommt her, ich mache euch alle platt. Hey.
haben. Oh, Alter, was geht denn hier ab jetzt? Wird's aber viel. Oh, so ein Idiot ist auch noch da gewesen. Junge. Was jetzt? Überlebe bis zum Morgengrauen. Oh, geil, was ist das denn jetzt? Das war ja cool. Out of lightning? Good thing we still got a big shiny ace up our sleeve. He's breathing. Calico, it's around the corner. There's a doctor there. Ein guter Moment, um das Spiel zu beenden. Es ist nämlich schon spät.